Ja, guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Show. Die heißt, wie er meinen Koffer nicht getragen hat. Moment. Das ist doch kein guter Titel für eine Show. Wieso? Der ist doch schmissig und führt die Show direkt in die richtige Richtung. Ja, nein. Warum nennen wir sie dann nicht lieber, wie er mir jeden Morgen Kaffee macht? Das ist voll die Lüge. Du hast mir vielleicht in 4 Jahren einmal einen Kaffee gekocht. Ja, ich habe dir in 4 Jahren ja auch nur einmal den Koffer nicht getragen. Gut, dann nehmen wir halt was anderes. Herzlich willkommen zu der Show, wie er nie mit mir spazieren geht. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, du gehst doch nie mit mir spazieren. Ich gehe voll oft mit dir spazieren. Gut, dann gehen wir jetzt spazieren. Super Wetter, schön die Sonne scheint. Ah, es wird super. Ach. Nee, ich habe gerade keine Lust. Ach, komm schon. Nee. Ach, komm schon. Nee, wirklich nicht. Komm schon. Nein. Der Tim, der sitzt nur rum, das finde ich voll dumm. Komm, lass uns rausgehen, das finde ich voll schön. Nee? Nee. Dann, weißt du was, wir gehen das Tante Gretchen besuchen. Die hat dich schon so lange nicht mehr geknuddelt. Ja, aus gutem Grund, auf keinen Fall. Na, dann geh mal joggen. Das ist schnelles Spazieren, das geht schneller rum. Nee, joggen finde ich blöd. Was könnten wir denn stattdessen machen? Da 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 da. Ich hab's. Wir gehen shoppen. Ich hab so geile Stiefel gesehen. Und zwar einmal hochhackig und runter. Und zwar in braun und in schwarz und so einen geilen Kapuzenpulli. Den will ich mir unbedingt kaufen. Und diese Haare wollen geschnitten werden. Natalia, es ist Sonntag. Es ist verkaufsoffener Sonntag. Ich habe jetzt aber echt wirklich keine Lust, heute rauszugehen. Können wir einfach drin bleiben? Du willst drin bleiben, wirklich? Ja, wirklich. Sicher? Ja, ganz sicher. Aber was sollen wir denn drinnen machen? Ich wüsste da schon was. Klar, wir könnten miteinander knattern. Uns wild ineinander verkeilen, heiß Sex haben. Weißt du was? Lass uns doch gleich noch ein Kind dabei zeugen. Dann haben wir das. Ja, und weißt du was? Mein Vater ist Zwilling und meine Mutter ist Zwilling. Und dann hat man eine 80%ige Chance, um Zwillinge zu bekommen. Da haben wir gleich 2. Haben wir es hinter uns. Komm, ich zieh mich direkt aus. Zieh dich an, zieh dir eine Jacke an. Ich habe eine super Idee. Wir gehen spazieren. Es ist so schönes Wetter draußen. Die Luft ist so frisch. Ja? Ja. Aber das war doch jetzt nur... Ich glaube, es ist der letzte schöne Tag dieses Jahr. Komm, wir gehen spazieren. Los, komm. Okay. Bewegung tut gut. Schön, oder? Ja, ganz toll. Du? Ja? Stellst du dir auch manchmal vor, wie es in 10 Jahren ist? Was? Entschuldigung? Nein, nein. Oh, nicht? Ich mach das voll oft. Stell dir vor, in 10 Jahren, wo sind wir da? Sag mir mal einen Ort. Was weiß ich? Vielleicht... Auf dem Sofa? Okay, nehmen wir. Okay, in 10 Jahren auf dem Sofa. So, wir versetzen uns rein. Und wer bringt jetzt die Kinder ins Bett? Welche Kinder? Nein, du musst jetzt in der Rolle bleiben. In 10 Jahren auf dem Sofa. Ach, in 10 Jahren. Ja, okay. Ja? Okay, gut. Okay, nochmal. Reinversetzen. Und... Und wer bringt jetzt die Kinder ins Bett? Ja, du. Wieso ich denn? Na, von mir aus können die noch wach bleiben und ein bisschen spielen. Die werden schon von alleine müde. Die brauchen doch regelmäßigen Rhythmus. Die müssen jeden Abend um 8 Uhr schlafen. Ach so, ja, aber wenn du willst, dass die um 8 Uhr schlafen, dann musst du sie ins Bett bringen. Denn bei mir schlafen die nicht. Ja, was machst du denn? Was mache ich? Ja, ganz normal. Wie mache ich das denn? Also, ich schnapp mir die 5. Ja. Was? Was? Ist was? Nö. Also wie gesagt, ich schnapp mir die 5, Zähne putzen, Schlafanzug, ab ins Bett und dann singe ich noch ein Gute-Nacht-Lied. Tja, so mache ich es auch. Da weiß ich nicht, was du falsch machst. Keine Ahnung. Bei dir schlafen die immer einfach. Ja, sofort. Dann erklär mir mal Schritt für Schritt, wie du das machst und ich gucke, ob mir was auffällt, was ich vielleicht anders mache. Okay, also, das Julchen kriegt die Nachtflasche. Währenddessen ziehen sich die anderen 4 um, putzen sich die Zähne und dann liegen alle im Bett. Wichtig. Und zwar die Kuscheltiere. Ben kriegt Beri, Susi kriegt Nussi, Tom kriegt Dino, Karl kriegt Schnuffel und Julchen kriegt Theodor Hubertus von Liechtenstein. Kriegt nicht Tom Dino und Karl Schnuffel? Nee, die haben doch vor 2 Monaten getauscht. Ja, okay. Und dann singe ich Guten Abend, Gute Nacht. Sing mal. Okay.
Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näcklein besteckt, schlug unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder gehen.